Wow! Willkommen, ihr Vollpfosten! Hinter mir die modernste Technik dieser Welt. So ein kleines Teil, Smart oder Tablet oder PC oder egal was. Du bestimmst. You are the creator TV. Du bist TV. User created TV. Du bist TV, denn du drückst hier drauf und haust es rein. Und in wenigen Sekunden hast du deine Sendung, wenn es funktioniert. Denn irgendein Spacko zieht dir das Fell über die Ohren. Und du hast für teures Geld die modernste Technik in der Hand. Ob nun in groß, mittel oder klein. Da drüben siehst du, ach so fein, die Sendung dann, wenn du Glück hast. Was du natürlich nicht hast. Aber man kann ja Schlackofatz nehmen. Vielleicht klappt das. Ne? Aber hier klappt es. Ne? Da, die da. Ne? Humorvoll. Gibt die da Kniegas. Ne? Die modernste Technik macht es möglich. Ja, jetzt mache ich den erstmal leise. Ja, ich hab viel zu laut. Bist du ruhig? Ja, genau, wohl verdammt. Boah. Ja, die Themen, die gibt's gar nicht. Aber ihr könnt euer eigenes Programm, auch wenn der hier rumschattet jetzt. Ich muss jetzt unbedingt mal hier leise machen. Boah. Können die laut. Ja, was viele, viele, viele Schnäpse doch. Ne? Viele, viele Schnäpse können euch das Fernsehprogramm so richtig gut. Ja, auch doppelt sehen. Dann habt ihr nämlich 3D. Ja, so fing das an. Da haben welche beim Programmieren vor langer, langer Zeit, ja, da hinten geht's, mache ich euch was Neues rein. Denn die neue Zeit funktioniert ja ganz einfach. Ne? Man drückt da drauf, so klatscht da. Und wenn das geht, nicht wahr, dann seht ihr das. Ne? Aber mit der modernsten Technik hat es so live jetzt hier beim Dreh so seine Tücken. Müsste ich jetzt zig, hundertmal schneiden. Habe ich jetzt aber keinen Bock drauf. Ne? Ist klar. So, wie gesagt, das läuft. Ne? Und was sagt ihr da hinten? Ihr habt ja keinen Bock. Ne? Ist ja so, ist ja live. Also wie gesagt, macht euer eigenes Fernsehprogramm. Willkommen, es ist Sonntag, wir sind im Proberaum, die Geschichten, ihr glaubt es kaum, ein lärmendes Gerät, Gott sei Dank nicht angeschlossen, aber gleich im Anschluss werdet ihr diese Zauberstäbe, genannt Gitarren, Keyboard, Schlagzeug, Bassgitarre, ja, das werdet ihr gleich alles wieder hören, ihr werdet Session hören, ihr werdet Armin und Michael Setter werdet ihr im Gitarren, Bass, im Sound, ihr werdet sie erleben. Ihr werdet Armin und Michael Setter erleben. Thank you.
fishing? Herzlich willkommen zu UPROM TV, Sonntag 16.30 Uhr, bequem auf dem Kanapé. Du, nimm mal die Tüte aus der Hand, du musst nicht immer naschen, erst recht nicht sonntags um 16.30 Uhr bei UPROM TV. Total und recht herzlich willkommen, Geschichten aus dem Proberaum. Tja, heute fehlt leider bei dieser Session die Dani. Das Kind war krank, über 40 Grad Fieber, sofort ins Krankenhaus. Mal schauen, was da rausgekommen. Ich werde sie höflich fragen und in der nächsten Folge berichten. Ja, ihr seid jetzt mal wieder hier im Proberaum. Geschichten aus Nordrhein-Westfalen. Eine Band, die sich formiert. Eine Band, die es noch nicht gibt. Eine Band, die versucht, zusammenzukommen. Ob es gelingt, wir werden es sehen. Wir machen einfach eine Schleife hier, die A im Rhythmus, wie auch immer, und dann stellt ihr ein, ich kann ja nichts einstellen. Aber ja, aber dann zeig du doch an, was du als Zulauf könntest. Na ja, das hört ihr ja doch. Nein? Na, der ist doch nicht da, wunderbar. Da kommt er gleich. Du musst erstmal Soundcheck hier machen. So muss sein. Ja, ist okay. Das, ey, soll nicht. Soll nicht. Ist ja egal, ich schneide das auch raus. Ja, ich hoffe. Also ihr hört ja alle. Welche Akkorde wollt ihr spielen? Ja, lass uns doch einfach Tränen aus hier, Herz aus Eisen. Tränen aus Stahl. Genau, lass uns doch einfach spielen. Egal, ob ihr euch Sorte anguckt oder was anderes anguckt, keine Ahnung. Kann man eben nochmal versuchen hier. Ist ja die modernste Technik, die macht's möglich. Der Frau Dingens zum Beispiel. Frau Dingens will zum Fernsehen. Wenn man Glück hat, überträgt er das. Ne? Ja, in wenigen Sekunden seht ihr das, wie Frau Dingens dann zum Fernsehen will, ja. Ja, beim Verbinden ist irgendwas schlecht geworden. Ist ja klar, passiert ja immer sowas. Muss ich mal überprüfen hier. Alles klar, WLAN, alles in Ordnung. Nur Tele 5 spuckt irgendwie dagegen. Ja, Schwachsinns-TV, genau, macht man sich selber nicht. Lässt man von anderen machen. Und ich würde sagen, ihr macht euer eigen Programm, indem ihr euch es gestaltet. Ihr kauft euch die neueste Technik, solange sie zur Verfügung steht. Weil es gibt so Tage, leider, da nimmt man die allerneueste Technik. Aber wir sind User-Created TV. Du bist TV, du bist User, du kannst es, genau. Ja, denn du lässt dich nicht mehr so verarschen, dass du nichts siehst, so wie da. Nämlich gar nichts, du hast die neueste Technik, nichts geht, du kannst dich, ja, wenn du Glück hast, siehst du es, wenn die Technik mitmacht, aus welchem Grund auch nicht. Egal, worauf will ich eigentlich hinaus? Euer Ekelheinz, die Spaßfigur, selbst erfunden für euch als Unterhaltungswert, um euch mal zu sagen, dass jeder Vollpfosten, der Macht hat, Geld hat, es machen darf. Er darf sich hinsetzen und sagen, ich mach gar nichts. Ich mache total nichts. Das hat ja schon mal geklappt. Und hat 1 Million Zuschauer, beziehungsweise 1 Million Klicks. Nun, es gibt Klickbomben.
Ja, klickt man, dann drückt man drauf, wusch, hat man 2 Millionen Klicks und das Fernsehen, wow, er lebt ja den Star, ist geboren. Obwohl dahinter steckten ganz andere Typen, die da sowas da erzeugen, ja. Hinter mir ist die Macht, die wird gesteuert hier von mir selber mit der allermodernsten Technik. Die Firma Samsung, ach, Werbung muss sein, die Firma Samsung, schmeißen wir mal weg. Die Firma Samsung macht es möglich und ich habe meine schönsten Filme, egal wie, egal mit was. Ne? Es ist einfach nur geil, was da so läuft. Ne? Ja, sauf dir das Fernsehen schön. Ja, das kann ich dir nur sagen. An alle Vollpfosten dieser Welt, Spackos, Hugos, Honks und vor allen Dingen Trolle, die sich ja im Internet, in diesem komischen Netzwerk, tummeln. Das sind wie Flöhe beim Hund. Ja, da kannst du vieles machen, aber so ein Hund fängt sich immer wieder irgendwo so ein Floh ein. Und unser eins natürlich, der sich bemüht, User-Created TV, Web-TV, Web 2.0 für die Insider aufzubauen, der wird natürlich niedergemäht. Ist doch wohl klar, niedergemäht. Ist doch klar. Hallo, Konkurrenz kann keiner gebrauchen. Wahre, echte Konkurrenz. Und vor allen Dingen diese weit über 25.000 Talente. Ja, auf 500 Jobs. 500 Jobs kommen 25.000 und es werden immer nur dieselben genommen. Ob Ochsenknecht und Co. Ja, so manch einer von diesen großen Größen könnten ausgetauscht werden durch Newcomer, die besser drauf sind. Das ist eben so. Es gibt Leute, die sind besser drauf. Aber nein, man nimmt so ein Til Schweigerschwein. Hurra, den lassen wir auf dem Bildschirm nieder mit Rapid, Rapid, Rapid. 65 Tote ist ihm zu wenig. Da müssen schon 65.000 sein. Ravum, so ein Tatort ist dann plötzlich geil vor... Ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange her. Ah doch, vor 40 Jahren. Ja, vor 40 Jahren hatten wir hier einen eigenen Tatort mit Herrn Haberkamp. Das war noch Zeiten mit einem Herrn Haberkamp hier in dieser Stadt. Wisst ihr überhaupt, wir haben ja gar kein Deutschland. Wir haben gar kein globales Netzwerk. Wir haben keine Verfassung. Wir haben nichts. Wir haben 16 Bundesländer und meiner einer tobt im Bundesland Nummer 8 herum und hat die Kennung 45. Wenn ihr mal drüber nachdenkt, ihr habt eine Kennung, ja? Ihr habt ein Bundesland und ihr wählt auch dort nur. Der hat bei mir nichts zu sagen und meiner hat bei euch nichts zu sagen. Ist schon mal aufgefallen? Ihr könnt selber Fernsehen machen, ja? Ihr könnt YouTuber werden. Und was werdet ihr? Nix. Ihr sitzt im Auto, zieht euch um. Und schon haben 30 Millionen geguckt, weil der sich im Auto umzieht, plötzlich blank zieht.